Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge hier bei Shine. Schwimmen haben wir nicht gelernt, aber dafür müssen wir jetzt irgendwie mit diesem Rätsel hier vorlieb nehmen. Das sieht doch schon mal... Es ist sehr weit. Es ist sehr weit für den Charakter. Und die Idee hier hinter ist, wir müssen unser Licht teilen. Und da müssen wir einmal hier rüber springen. Um dann wieder hier rüber zu springen. Um unsere Lampe zu holen. Und die müsste dann die nächsten Teile immer wieder aufmachen. Das Problem an dieser Thematik ist, ist natürlich, man merkt's ja. Die Sprünge müssen hier, müssen die kommen. Damit das so klappt, aber es klappt. Und so haben wir uns das ja auch gedacht. So. Da haben wir wohl eine Lampe. Wo ich noch nicht genau weiß, wofür ich die brauche. Eigentlich hätte ich die wahrscheinlich da oben drauf schmeißen müssen. Wir hatten aber hier einen Stein. Ne, wir hatten keinen Stein. Ach, das heißt, das muss ich jetzt in einem durchmachen. Das ist aber nicht so schlimm. Doch, es ist ziemlich schlimm, verdammt. Verdammt. Ja, müssen das nochmal machen. Okay, ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Das ist ja alles nicht so. Alles nicht so tragisch. Alles nicht so tragisch. Da müssen wir beide nehmen. So. Jetzt müssen wir Gas geben. Wo war die Lampe? Wo war die Plattform? Wo war sie? Das hat ja gerade auch geklappt. Warum klappt das jetzt wieder nicht? Egal. Es ist wirklich. Also. Da hat einer mit dem Lineal gesessen, damit die Sprünge da passen. Das ist ja echt heftig. Ach, Alter. Ach, wie schön. Ich kann mein Licht noch da lassen. Dann müssen wir einmal hier runter den Sammelgegenstand holen. Weil der sammelt sich ja nicht von alleine. Der Trick war, dass wir die Lampe noch weglassen. Weil sonst, klar, machen wir oben natürlich die Lampe aus. Oder schmeißen die da weg. Und dann hinter dem Baum lang. Auch interessant. So, hier holen wir uns aber erstmal wieder das Licht. Das können wir immer noch wegschmeißen. Okay, du hast da so ein Dingen. Dann machen wir mal weg. Und dann kommen da die auch. Da kommen da natürlich auch unsere. Plattform. Oh, das war daneben. Das ist also genau über der Plattform, ja? Das sehe ich jetzt richtig. Ja, okay. War jetzt nur ein Test. Also genau über dieser Plattform können wir das rote Licht lassen. Und dann müssten wir relativ Ruhe haben. Och, ey, diese Sprünge, ne? Dann machen wir es hier so. Dann brauche ich erstmal wieder mein Licht. Jetzt sind wir ja schon mal hier. Ja, jetzt muss ich das rote Licht anmachen, das da lassen und dann wieder das grüne Licht schalten. Genau so. Und jetzt holen wir uns erstmal wieder unser Licht. Okay. Okay, so geht das also hoch. Ja, jetzt ist ja alles hier sehr, sehr, sehr kompliziert. Und um das hoch zu machen. Okay, dann müssen wir jetzt den roten müssen wir da lassen und dann müssen wir da den blauen nehmen. Hier erstmal den blauen nehmen, um hier reinzukommen.
Oh, ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dann doch die oberen anmachen. Da holen wir uns unser Licht wieder. Das hilft uns jetzt nicht so. Ah, okay. Und dann können wir hier runter und durch. Und dann können wir auch wieder hier... Enough. Hurry now. Give me all the power that is left in you. Nein. Hey. No. Wait. Ey, ist komisch. Irgendwas will die doch erreichen. Upsa, wo geht's denn hier lang? Okay, ach da. Ja, jetzt? Oh! Wahrscheinlich war es eher rot. Aber das ist ja deswegen rennt sie ja vor mit der Lampe. Okay, wir hätten bei ihr bleiben sollen. Jetzt war ich sogar schneller als das Licht. Das gibt's ja nicht. Ah, aber okay. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie es so klappt. Also wir müssen hinterm Licht bleiben. Und einfach schön reihum dasselbe machen wie sie auch. Damit müssen wir aber... jetzt hat sie wieder verarscht. Da hat sie ein anderes Licht gemacht. Das habe ich genau gesehen. Die hat nicht das Licht gemacht, das ich jetzt gemacht habe. Dann macht sie rot, dann macht sie blau. Dann macht sie rot, dann macht sie grün. Dann macht sie rot, dann macht sie grün. Dann macht sie blau, dann macht sie grün. Dann macht sie rot, dann macht sie blau, dann macht sie rot. Okay. Did you run off? Nicht. Ah, we are so close to our goal. You must understand my excitement. I am sorry. Don't leave me. Well, you seem rather dispassionate. I'm just tired. Okay. I know it was a long and exhausting journey, but you must not stop now. Maybe. You have to continue. I have to. I'm weak. Hey. Can all be taken away. The sorrow, the pain, the weariness. You have to go on. Why do I need to move on? Gute Frage. That is not important. Only moving on matters. But where to? You promised me something. Eben. Away from the past. Away from the suffering. Nein. Away from ja. Your memories. Genau. You told me I would find him. You do not want to remember what led you here. You want to forget. Nein. It is the only thing hey. To make the pain go away. Forget. I don't. I didn't. Do not try to remember now. We have come so far. All the pain will vanish. My son. That is enough now. No. My son. I didn't want to forget. Eben, du wolltest ihn suchen. How could this happen? I followed you all this way into this desolate place. I did everything you wanted. Eben. And following you has made me only forget every memory that was precious to me. And now you are telling me just to move on? This light. It's driving me mad. Light is the only reason why we are tolerated here. Quite impressive. No one made it this far since I was bound to this place. You will be a worthy successor. Have it your way. You led me astray far too often. I should have accepted that he'll never come back a long time ago. Ja. Nothing can bring him back. Not even you. I was such a fool. I'm heading home. I will not let you do that. I have waited too long for this moment. Was genau für einen Moment? Soon I will be free. Ach so.
Ach so, ja, das blaue Licht hat dann auf sie geschossen. Okay, das heißt, ich kann das mit meinem Licht reflektieren, oder wie? Anscheinend, ja. Ups! Aua! Das war dämlich. Das war nix! Okay, das grüne Licht findet mich im grünen Licht. Okay. Ach ey, das ist aber schwierig. Ich habe jetzt wenig geredet, aber einfach weil ich so leise werde. So. Also du kannst mich nicht verletzen eigentlich. Und diese dickeren Wisps. Oh hey. Die suchen sich dann den Weg. Hier, das rote Feuer sucht sich dann den Weg. Aber ah, jetzt hat er mich von beiden Seiten erwischt. Scheiße. Und dann muss ich ihn also dazu bringen, auf das Licht selber zu schießen. Was nicht so schwer ist, was nicht so einfach sein wird. Das war knapp. Sehr gut. Braves blaues Licht. Ach, ich habe jetzt wieder mehr Macht. Okay. So, jetzt kann er wieder auf ihn gehen. Boom! War nicht so schwer. Why are you doing that? I don't want to fight you. Eigentlich nicht, ne. It does not matter what you want. Okay. Everything happens as it should. There is no way out. No, listen to me. There's always another way. It doesn't have to be like this. Echt, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, ne? There has been the cycle. Ghost lights leading people deep into the swamp, so a fresh soul can take the place of the old. It has always been this way. There is nothing you can do about it. Just let go. Die will meine Seele? Dreckiges kleines Vieh, blödes, ey. Okay, also wir haben jetzt wieder hier. Oh, das wird scheiße. Komm und folg mir, du blödes Dreckslicht. No, you will not defeat me. Doch, werde ich. Wie ich dich besiegen werde, mein Fräulein. Ach, nein! Das war ein Fehler. Scheiße. Aber knapp. Aha, er macht also die Dinger auch kaputt. Also es gibt hier wirklich wenig Entkommen. Oh, das ist aber... Der will immer mit beiden Lichtern gleichzeitig versuchen, mich hier zu erledigen. Und ich denke, das wird auch hier ziemlich der Endkampf. Wow. Sein. Deswegen werde ich mich mal nicht lumpen lassen. Und... Ah, das war dumm. Da habe ich gedacht, das ist die große Kugel gewesen. Die fliegt ja wesentlich langsamer. Das ist wieder nur eine kleine. Na komm, folg mir. Jetzt folgt mir nicht mehr. Jetzt kannst du mir nochmal folgen. Ach, dann... Ja, dann war zu früh. Aber knapp. Also ich kann sie nur mit dem blauen Licht wirklich schlagen. Und sie hat hier wirklich die Aspekte von diesem blauen Licht, der Göttlichkeit scheint das hier fast schon zu sein. Komm, komm mit, ja, komm mit, komm, komm, ja, nein. Ach, immer renne ich da rein, das kann doch nicht richtig sein. Man muss sich ein bisschen konzentrieren hier bei der ganzen Sache. So. Na, nochmal auf ein neues, so blödes Kacklicht. Folgt mir. Ja, es wird so einfach sein. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Folgt mir. Doch. Wie oft denn noch? Ich werde dich besiegen. Ach so, er hat gleichzeitig dann wahrscheinlich diese
diese Engel schwingen, um dich davor zu verteidigen. Ach, das hat er clever gemacht. Da muss ich wahrscheinlich eben das grüne Licht sozusagen ankleben und einmal durch ihn durchspringen. Ach, ja, da waren die Stacheln, die blauen. Jetzt, es wird sehr schwer und ich hoffe, ich kann sie besiegen. Na komm. Ja, also wird ihr Licht jetzt wieder kleiner oder nicht? Das ist jetzt die Riesenfrage, die ich mich hier stelle. Da weißt du doch gar nicht, ob ich dich besiegen werde. Ich werde dich auf jeden Fall besiegen, mein Fräulein. Wird sie kleiner dadurch wenigstens? Hab ich das Gefühl, dass irgendwas ändert im Moment? Irgendwas mache ich noch falsch, Schubsa. Ach, da waren die Stacheln. Nein, das war dumm. Aber klug. Im Roten hat sie unten Verteidigung. Im Grünen hat sie nur noch einen Arm. Oder was? Ich muss auf jeden Fall mein eigenes blaues Licht hier verfolgen. Ich glaube, ich habe jetzt alle Ranken von ihr angestemmt. Nee. Los! Sei nicht so stur! Im Endeffekt habe ich dich da schon besiegt. Oder auch nicht. Ich muss es so machen, dass sie sich von da nicht verteidigen kann. Aber so ganz klappt das nicht. Komm schon. Doch, ich werde dich besiegen, aber im Moment bringt es noch nicht so wirklich was. Aua, das war der oft jetzt auch selber auf mich geschossen. Ich weiß nicht genau, wie ich sie erledigen soll. Das größte Problem daran ist wirklich, dass sie stark ist in dem, was sie tut. Wahrscheinlich muss ich sie dann mit dem Aspekt blocken, den sie nicht hat. Sie schützt sich immer mit den Schwingen. Genau da ist das Riesenproblem, was ich habe. Ups. Ach ey. Komm schon, irgendwann muss doch mal hier gut sein. Ich weiß, was ich zu tun habe, nur ich kann. Ja, das war clever. Das war wieder richtig schön clever. Doch, ich werde dich besiegen. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich werde es tun. Mal irgendwie auf die andere Seite gehen, mal im Blau machen und.
Ja, ich denke, es ist so einfach. Aber ich weiß noch nicht genau. Also wir müssen die Flügel wegkriegen, glaube ich. Na, ich komme nicht mehr weg. Also es ist wirklich, der Kampf ist mega extrem hardcore. Ich will jetzt nicht natürlich, ich will den jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt, abbrechen. Ach, warum nehme ich denn rot und nicht grün? Dauert ja nicht lange, was ich hier mache, ey. Meine Güte. Oben kann ich irgendwie weg, links und rechts. Ich muss auf das Feuer warten, dann mache ich einfach blau, genau. Ach ja, und wollte da runterspringen? Nein, es klappt natürlich nicht. Warum auch? Reinspringen, auch top. Dann warte ich so lange auf das Ding und dann kommt es nicht. So, da ist das Eiskalte, da ist dann das Eiskalte. Da sind dann die Dornen, da sind dann die Dornen. Okay, das heißt... War das gut oder schlecht? Habe ich jetzt einen Flügel abgekaut oder sowas? Nein, die Flügel sind beide noch da. Er schützt sich aber auch mit allen Aspekten. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal. Ich muss es in der Situation machen, wo er dann halt nach mir greift, glaube ich. Das ist der Trick. Och ja, dann schießt er nochmal einen Grünen auf mich in der Zeit. Also ich muss das Licht wirklich alleine treffen. Und nicht, wenn da noch die anderen Aspekte drum sind. Die Schwierigkeit da drin ist natürlich, das geht natürlich nur, wenn das ein blauer Feuerball ist. Ups, da muss ich aufpassen. So wie jetzt. Da habe ich dann halt, dass der rote weg ist. So, dann hat er sich dann wieder geschützt und dann habe ich wieder nichts bei gewonnen. Er hat immer noch zwei Hände. Aua. Und da kann ich immer noch nicht kämpfen. Das war clever. Das war clever. So, jetzt müssen wir hier genau aufpassen. Warum immer rot, Mann? Das kann doch nicht richtig sein. Ich krieg's nicht gebacken. Ich bin zu blablabla. Ich bin zu dämlich dafür. Ja. Das ist einfach, es ist extrem schwierig, sich gegen die Aspekte noch zu wehren, dann noch zu gucken, wann er was macht und wie und wann und wo überhaupt und warum und weswegen und so und so, jetzt müssen wir erstmal hier wieder nach oben locken. Und dann versucht er sich wieder zu verteidigen da an dieser Stelle. Was ist denn da passiert? Grün hat keinen Aspekt mehr. Perfekt. Da musste ich ihn auf die Stacheln locken. Das ist mir natürlich... Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Das heißt, ich kann mir jetzt im grünen Aspekt wenigstens erledigen. So. Perfekt. Mal so ein bisschen lenken. Das ist eigentlich die größte Schwierigkeit daran. Bäm. Also ich denke mal, in Grün kriege ich schon platt. Das reicht mir dann auch. Dämlich. Aber okay. Da wollte ich wieder durchspringen, weil es theoretisch intelligent wäre, das zu tun. Naja, ich hab's verstanden. Das Gute ist, du kannst jetzt wirklich nur noch hier irgendwie auf den Sack gehen.
Ah, ah, dämlich. Doppel dämlich. Dreifach dämlich. Mega dämlich. Bam! This has to end. Everything is going to change now. Do not try to resist. Against all odds, I've made it here. Okay. I've defeated huge monsters. And I will stop you and break. Jetzt hat sie alle drei Aspekte gleichzeitig an. Yay. Es gibt nur einen, der bei grün an ist. Das ist hier, der hier oben. Müssen wir eben hier so machen. Da müssten wieder die Stacheln tot sein, richtig? Oh, 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 oh. Sehr gut. Sehr gut falsch gemacht. Wir müssen wieder hier oben. Wieder dann mit dem roten warten. Wir müssen dasselbe wieder machen. Es ist, tut mir leid, dass die Folge so lang wird. Aua. Jetzt hast du noch Flügel und Feuer. Ich weiß nicht, was ich bei dem Feuer genau machen soll. Jetzt schützt sie sich natürlich mit allen Aspekten. Aber die kann ich dann im grünen Licht wegwischen. Okay, das heißt, weil sie kein grünes Licht mehr besitzt, kann ich das grüne Licht benutzen. Oh, nein! Kann ich das grüne Licht benutzen, um sie dann sozusagen fertig zu machen? Dafür muss natürlich das Timing extrem stimmen. Auf rot zu wechseln, wenn unten der rote Stachel scheiße ist, ist... Wieder mal perfekt. Es ist auf jeden Fall der Endkampf, so viel kann ich sagen. Und es ist schwieriger, als ich angenommen habe. Dämlich! Und ich werde sie auch jetzt so lassen, dass ich nur noch in den beiden Aspekten... Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt wieder gegen diese Scheiße kämpfen muss. Warum wirklich nur auf grün? Da hätte ich die Sache doch erledigt. Aber so ist gut, man muss einfach einmal durchspringen. So, dann gibt es ja immer das Feuer, dann muss ich da durchspringen, wenn das frei ist. Und dann kann ich in Ruhe, ich weiß nicht, wie ich das mit der Hand gehen soll, dass man die verbrennt, keine Ahnung. So, jetzt kann ich hier so machen. Ja, okay, alles klar. War nur noch ein Schlag. Wir haben das Irrlicht wohl geschlagen. Wir hätten, ich denke mal, wenn man beim ersten Mal draufgegangen wäre, hätten wir es nicht geschafft. Ja. Definitiv. Swamp will embrace you. Nein. No! Jetzt verschwindet er auch noch, oder was? Was? Sind die eine Verbindung eingegangen? Es gab keine Hoffnung. Ist es wirklich vorbei? Is it really over? Also, das alles erscheint so unwirklich. Everything seems so unreal. The swamp, the monsters, myself, my memories, my past, my son. I will never see him again. The swamp will embrace you. Her last words. It wasn't her who wanted to bind me within this eternal circle. It was the swamp itself. It was this desolate place where it all begun, turning lost souls into spirits. Okay. And it has happened over and over again. But even that does not matter now. I have forgotten. I've forgotten everything that I knew about myself. I've forgotten the cold, the pain, the suffering. I've even forgotten my son.
And now I take my place. Watching. Waiting. Also ist er dann ins neue Irrlicht, oder was? Ja, das war Schein. Es war wirklich sehr, sehr, sehr knifflig und sehr schwer. Was soll ich dazu sagen? Das Voice Acting hat mir extrem gefallen. Die Leute wussten genau, was sie zu tun haben. Und es war sehr, sehr stimmig. Es hat mir super gefallen, dass man in anderen Aspekten, also wenn man in einer anderen Dimension ist oder mit einem anderen Licht spielt, dass man dort dann halt auch eine andere Stimme hat. Entweder eine weichere Stimme, eine, ne, wie es so war, bösere Stimme. Auch, dass sich die Menüs verändert haben, je nachdem, welches Licht ich gerade anhab. Fand ich eine kleine Spielerei, die aber cool gemacht ist. Ja, zum ganzen Aufbau. Klar, überall, wo ich mich aufrege, bin ich selber schuld. Ganz klar. Wenn man nicht drauf kommt, ist man selber doof, nicht das Spiel. Klar, er hätte natürlich schwimmen lernen können. Das war auf einer Seite schon richtig. Schade, dass es wirklich keinen gab. Keinen Jungen gab, den man dann wirklich retten konnte. Es gab also wirklich nur noch dieses, wir rennen im Sumpf rum und der Sumpf will mich damit dann sozusagen immer tiefer hineinlocken und dann war es fertig. Der Prozess des Vergessens und des Einswerden mit dem Sumpf hat dann wohl begonnen, ist dann auch irgendwann fertig geworden. Und ja, jetzt sind wir hier im Sumpf und haben alles vergessen und warten auf die nächste Person, die wir dann wohl in den Sumpf ziehen können. So ist das nun mal. Ich wollte mich nochmal recht herzlich hier bei Zeppelin Studios bedanken, dass ich hier die Pre-Release-Version spielen durfte. Und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Viele weitere Sachen findet ihr natürlich wie immer in den auf meinem Kanal, wie auch immer. Ich bin hier noch ganz geflasht. Der Bosskampf hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr schwierig, wie die Bosskämpfe davor auch. Sehr herausfordernd, auch fingergrätschenmäßig. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Und unterstützt die Sache bei Steam, Greenlight und dergleichen. Ich freue mich auf weitere Sachen mit euch zusammen. Bis dahin. Ciao.